war Ziriusumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Und ich habe diesen Einspieler, egal ob wir ihn schon mal hatten oder nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe ihn einfach drin gelassen, weil genau das ist unser Ziel gerade, Novigrad. In der letzten Folge standen wir vor einer Brücke, die in Richtung Novigrad führt. Und die Brücke werden wir jetzt überqueren und hoffentlich auch bald in Novigrad mal ankommen, wenn nicht zu viele Quests im Weg stehen. Und da hinten sehe ich auch schon wieder das Ausrufezeichen. Ja. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Soll ich dich mal schlagen oder öfter? Oder einmal, dann aber öfter in diesem einmal verpackt, hm? Schrecklich, diese Gebühren. Oder winkt einer. Hallo. Alter, was ist denn hier los? Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ach, er. 100 könnten die Monster getötet, aber dein Schwager hat's nicht überlebt. Oh. Wenn ich mich jetzt noch an seinen Schwager erinnern müsste. Könnte. Dürfte. Zahlen lieber. Sagen wir dir mal das hier erstmal, ne? Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter! Oh. Ups. Mach, dass du weiterkommst. Du verscheuchst mir die Kunden. Dings, Biberich. Oh. Na, das fängt ja toll an. Ich konnte mich gar nicht mehr an seinen Schwager erinnern. Naja. Gut, wir werden es auch so schaffen. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Teufelssprung? Was ist denn Teufelssprung? Alter, Leute. Die, boah. Was ist denn das für ein Gebabbel? So, ja, und jetzt bitte mal alle hier die Klappe halten. Meine Fresse. Obachte, der Feind lauert mitten unter uns. Gestern wurden nilfgaardsche Soldaten erwischt, die sich im Lager verborgen hatten. Sie waren in Zivil gekleidet und gaben sich als Flüchtlinge aus. Der Lagerkommandant verlangt von uns allen Wachsamkeit. Achtet auf eure Nachbarn und behaltet sie im Auge. Wer etwas Verdächtiges bemerkt, hat sofort zu berichten. Das Verstecken von kaiserlichen Soldaten wird hart bestraft. Ist ja wie bei der Stasi hier. Sperrstunde nach Einbruch der Dunkelheit. Der Kommandant des Regiments weist alle Flüchtlinge im Lager an, sich nach Einbruch der Dunkelheit nur noch innerhalb der Lagergrenzen aufzuhalten. In der Umgebung sind Feindseligkeiten weiter an der Tagesordnung und die redanischen Wachen behandeln jedermann außerhalb des Lagers nachts als Feind. Lagerwache. Der Kommandant des redanischen Regiments organisiert eine Lagerwache. Wer helfen will, den Frieden im Lager zu wahren, soll sich sofort beim Quartiermeister melden. Freiwillige erhalten Waffen zur Verwendung im Dienst sowie die Dankbarkeit unseres gnädigen Herrschers König Radovitz V. Oh. Freiwillige erhalten Waffen zur Verwendung im Dienst. Na, das ist ja. Das kann böse nach hinten losgehen, Leute. Mal so einem Postboten eine Waffe geben. Oh, Moment. So. Familie vermisst. Name Bert Schmied, geboren in Meddorf, unter Temerien. Ich suche meine Familie. Wir wurden auf dem Weg nach Norden getrennt. Hilfe, gute Leute. Gibt es denn in diesem beschissenen Lager nirgends was zu trinken? Ich habe die halbe Welt bereist, vielleicht sogar die ganze, und nie ist mir ein Ort begegnet, der so ausgetrocknet war wie dieser. Man könnte glatt gewalttätig werden. Wenn irgendwer noch Fusel hat, soll er mich rufen. Odrin. Dann finde ich ihn und wir werden kräftig einen drauf machen. Helft einem alten Kämpfen, ehe er ausdörrt wie ein Regenfass in der Wüste. Ein Alkoholiker. Seuchengefahr. Aufgrund der Seuchengefahr hat der Kommandant des Durchgangslagers tägliche Bäder angeordnet. Wascht euch, Leute, es ist nur zu eurem Besten. Das stimmt. Das stimmt sogar wirklich. Lieber baden um Hexenjäger? Ah.
Spannender Job, wie es aussieht. Okay, ich versuche mal über diese Brücke zu kommen. Oh. Oh, Leute, Hilfe. Guten Tag. Kann ich hier durch? Und wofür brauchte ich jetzt einen Pass? Hä? Wofür war denn jetzt der Pass gut? Wir konnten doch hier durch. Naja, wurscht. Hauptsache durch. Die abgebrochene Quest hat jetzt nichts, hat er geflackert. Hat jetzt nichts Negatives bewirkstelligt. Passt schon, passt schon. Grenzposten, ja. Können Sie mir weiterhelfen? Ich suche hier den Weg nach Novigrad. Nicht? Oh, warte, da unten ist eine Brücke. Wie kommt man denn da hin? Hier vielleicht? Oh, da. Warte mal, ich will einmal kurz gucken, wie man da wirklich hinkommt. Nicht über Stock und Stein hier da durch. Ah, okay. Das ist ja easy. Easy going. Ich befürchte, da kommt noch eine Stelle, wo wir bestimmt einen Ausweich... Kann passieren. Ich kann passieren. Ja, super. Kriech wieder unter deinen Stein. Welcher Stein? Okay. Gut, wir sind durch den Grenzposten durch. Ohne Probleme. Nur mit einem Tinnitus vor lauter quatschenden Leuten. Und wir nähern uns Novigrad. Aber ihr kennt mich und es tut mir leid. Nein, nicht wirklich, aber ich sag's einfach nur so. Aber wenn wir schon mal in der Nähe sind, dann nehmen wir die paar Dinger hier auf dem Weg auch noch mit. Weil ich befürchte, auch Novigrad ist riesig und, knackknirsch. Novigrad ist riesig und wir werden da bestimmt auch eine Zeit lang verweilen müssen. Kann ich mir vorstellen. Ein Monsterlager und eine Höhle. Was haben wir denn hier? Ein Neckar. So, dann kommt mal her, Leute. So. Oh, da oben ist ja richtig Party angesagt. Ach nee, das ist unter uns. Kommen die raus? Was ist da unten? Machen wir nochmal Schild an. Oh, die Scheiße. Moment, da lohnt es sich doch auch, hier mal den Igni zu nehmen. Boah, Junge, du solltest nicht unbedingt nicht hier, Hilfe! Ich. Okay, die haben hier unten klar die Überhand. Schwalbe wirkt noch. Ach, da ist er. Hier muss auch noch einer sein. Meine Güte. Da war ich ein bisschen zu selbstsicher mal wieder. Ich muss echt aufpassen. Nicht nach... Tollwütiger Felstroll. Mann, Geralt. Ich muss echt aufpassen, nicht sofort nach jedem Aufnahmebeginn todesmutig in die erstbeste Monsterhorde reinzuhüpfen.
Das kann echt böse enden. So, da ist ein Felstroll. Ich sehe hier aber rein gar nichts. Deswegen haue ich mir schnell noch eben eine Katze rein. So, verbrauchen. Speichern. Igni ist ausgewählt. Und wo ist er? Da ist er. Voll ein Schaden, wow. Ah, der hält einiges aus und der schmeißt mit irgendwas, wie es aussieht. Aber er ist auch sehr lahm. Aua. Aua. Können wir den damit abbrechen? Da links ist doch wieder ein Neckar. Hoffentlich kommt der Neckar nicht. Gut, Felsen brennt natürlich nicht mehr. Dann. Warte. So. Jawohl. Bestiariumseintrag. Bestiariumseintrag. Oh, Mist. Trollhaut. Da sind schon wieder so viele. Ich lasse jetzt mal das Schutzschild an. Da haben wir schon einen kassiert. Zwei. So. Schon besser. Das Schutzschild sollte man echt nicht unterschätzen. Das nimmt, soweit ich jetzt gesehen habe, zwei Schläge weg. Oder ab halt. Oh, der hat sich einen guten Ort hier ausgesucht. So, was haben wir denn jetzt hier? Triglaf-Runenstein. Floren. Schnappes und sonstigen Krempel über den Kopf. Gut, hier sieht es so aus, als könnte man hier hochspringen. Warte. Bams. Und eine Truhe. Mit einem überlegenen Katzensilberschwert. Schema. Okay. Ach da, ne? Die Quest. Die Quest sehe ich gerade. Sprich mit dem Kommandanten. Ach ne, das ist eine andere Quest. Schon gut, hab nichts gesagt. So. Ich glaube, das Schwert brauchen wir nicht mehr. Diese Höhle ist gereinigt. Boah, die Katze. Wie kann man die denn abbrechen eigentlich? Falsche Taste. Kann ich die irgendwie abbrechen? Wollte ich, glaube ich, schon mal gucken. Man merkt, ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. So. Wieder alles gut. Ich würde gerne die laufenden Effekte abbrechen. Vielleicht mit K? Nein, K auch nicht. Eine Minute dauert der noch. Das kann doch nicht sein. Ich muss die doch irgendwie abbrechen können. Gut, dann muss ich nochmal genauer nachschauen, wie das geht. Und ob das geht. Ich hoff's. Da ist eine Quest und wir müssen da oben hin. Das heißt eigentlich... Nee, komm. Ich gehe jetzt mal hier hin. Und dann gehen wir wirklich mal in Richtung Novigrad. Ich lasse mich dann immer so hinreißen. Ich will wissen, was da ist, was es da gibt. Auch wenn es dann oft nicht so spektakulär ist. Aber es könnte ja sein. Oh, ein Monsternest mit... diesen komischen Endriaden oder wie die heißen. Ich würde aber gerne warten, bis die Katze vorbei ist. 30 Sekunden. Derzeit kann ich ja einmal kurz... Oh, einmal kurz gucken, ob man das nicht doch hier irgendwo abbrechen kann. Hier ist das Maria. Annabelle. Siri.
Und warum das immer wieder kommt? Warum? Keine Ahnung. Und? Toll, die Zeit läuft ja nicht weiter. Gut. Dann sorry, ich warte eben die 15 Sekunden noch ab. Einen Schluck getrunken. Man muss die Zeit ja auch sinnvoll nutzen dann. Und da ist die Katze vorbei. Und wir können endlich hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, One-Hit. Nee, doch nicht. Keine One-Hit, hey. Okay, dann erstmal. Ich muss es zerstören, wenn ich die Enteljagen loswerden möchte. Ach. Nein. Verdammte. Moment, N. So, haben wir jetzt die richtige Bombe? Jawohl. Huch, was war denn das? Überhaupt gar kein Problem hier. Okay. Im Loch selber, übliche Geraffel. Nehmen wir alles mit. So. Ging schnell, war schmerzlos. Aber Geralt ist irgendwie eingefroren im Sprung. Habt ihr das gesehen? Dass die Bombe gezündet wurde. Da sind nochmal ein paar Endriagen. Die nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Irgendwie mag ich die ja. Die spritzen so schön, wenn man drauf kloppt. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. So richtig schön matschig. Ich muss das zerstören, wenn ich die Enteljagen loswerden möchte. Mhm. Naja, mach mal. Wir gehen jetzt mal weg. Irgendwie sind diese Enteljagen-Eier auch voll deplatziert aus hier. Irgendwie so künstlich mit ihren Neonfarben. Immer noch komische Geräusche, ist aber glaube ich der Wald. Da muss ich mir, denke ich, keine Sorgen machen. Ein Händler. Ja. Einmal kurz beim Händler gucken. Können wir vielleicht das eine oder andere schon wieder loswerden. Die haben ja auch begrenzt Gold, deswegen ist es eigentlich besser, glaube ich, jeden Händler mal mitzunehmen. Jeden Händler mal mitzunehmen. Ich erinnere mich da noch an Skyrim, wo man irgendwann gar nicht mehr genug verkaufen konnte, weil die Händler eigentlich nie Kohle hatten. Was? Was? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? So. Hat er denn irgendwas von Interesse im Angebot, im Ingebot? Nee, ich glaube nicht. Gut, wir gucken mal. Axi. Na, die behalte ich erst nochmal. Ich gucke einfach mal nach den Waffen. Das kann doch schon mal weg hier. Der hat auch nur 262, also nicht so viel jetzt. Tier. Oh, die können wir auch dann bald eintauschen. Dann kriegen wir vielleicht richtig gut Kohle. Vorausgesetzt, ich komme mal irgendwann in Novigrad an. Ja, ja, ich weiß. Ja, okay, hat sich dann wohl doch nicht so gelohnt. Ikne brauchen wir. Schwert brauche ich auch. Was ist das? Quen. Ja, komm. Brauche ich eigentlich nicht wirklich. Deswegen können die auch weg. Schwert, 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 Schwert. Art. Eine können wir ihm noch verkaufen, dann ist er ziemlich geschröpft. Dann sagen wir bis dann.
Bis dann. Genau. Und gehen weiter. Wir haben hier noch einen Schleifstein. Ah. Auch noch so ein Rüstungsding? Nee, ne? Nur ein Schleifstein. Gut. With the key.